Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen. Die erste Lesung zu diesem BKA-Gesetz fand am 17. Februar dieses Jahres, doch unter dem starken und sehr authentischen Eindruck des schrecklichen, unfassbaren Anschlags vom Breitscheidplatz kurz vor Weihnachten statt. Aber, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Welt ist seitdem nicht stillgestanden. Es gab weitere terroristisch-islamistisch motivierte Anschläge in London, in Stockholm, in Paris mit weiteren vielen Toten. Die terroristische Bedrohung ist unvermindert hoch und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, sie war nie größer. Und auch die vom Bundesinnenminister am vergangenen Montag vorgestellte polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2016 zeigt auf sehr eindrucksvolle Weise, dass insbesondere auch die Delikte im Bereich der politisch motivierten Ausländerkriminalität deutlich gestiegen sind von 2015 auf 2016 um sage und schreibe 66,5%. Damit haben wir absolut die höchste Zahl von politisch motivierten Ausländerkriminalitätsdelikten erreicht seit 2001, seit Beginn dieses Meldedienstes. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, unsere Sicherheitsbehörden stehen vor enorm großen Herausforderungen. Und in der Sicherheitsarchitektur unseres Landes kommt dem Bundeskriminalamt aufgrund seiner Zentralstellenfunktion eine besondere Bedeutung zu. Auch natürlich wegen der originären Kompetenz im Bereich der Bekämpfung des internationalen Terrorismus und im Bereich der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Diese Novellierung des BKA-Gesetzes, die wir heute abschließen, ist nicht die erste Novellierung des Bundeskriminalamtsgesetzes, das es seit 1951 gibt, aber es ist mit Sicherheit die umfassendste Novellierung des BKA-Gesetzes. Und wir schaffen es mit der Umsetzung dieses oder mit der Beschlussfassung über dieses Gesetz, die Vorgaben des Urteils des Verfassungsgerichtes vom 20. April letzten Jahres umzusetzen. Und Frau Kollegin Renner, es stimmt eben nicht, dass mit diesem neuen Gesetz der Datenschutz unterminiert wird und der Datenschutz reduziert wird. Der Datenschutz wird sogar erhöht. Es gibt mehr datenschutzrechtliche Kontrolle, es gibt eine Stärkung der Transparenz, es gibt eine Stärkung der Löschungspflichten, es gibt auch eine Stärkung des individuellen Rechtsschutzes mit diesem Gesetz. Und Sie müssen sich, Frau Kollegin Michalic und Frau Kollegin Renner, schon mal entscheiden. Sie werfen uns einerseits vor, dass wir Copy und Paste machen, dass wir zu stark detailgenau die Vorgaben des Verfassungsgerichtes niederschreiben ins Gesetz. Und andererseits werfen Sie uns wieder vor, wir würden verfassungswidrig handeln. Also es kann ja nur eine Argumentation stimmen. Entweder wir halten uns zu eng am Urteil des Verfassungsgerichtes oder wir negieren das Urteil des Verfassungsgerichtes und arbeiten mit weit überschießender Tendenz verfassungswidrig. Das kann beides nicht zusammenpassen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Gesetz insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir den Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung, den das Verfassungsgericht aufgestellt hat, hier wirklich gesetzgeberisch sehr ordentlich arbeiten und auch sehr genau arbeiten. Wir setzen darüber hinaus auch die Datenschutzrichtlinie der Europäischen Union für den öffentlichen Sicherheitsbereich um. Und das ist auch, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ein sehr wichtiger Aspekt. Der Austausch von Informationen gegenüber Sicherheitsbehörden in Europa ist von elementarer Bedeutung, auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Und indem wir als erstes EU-Land jetzt diese EU-Datenschutzrichtlinie in deutsches Recht umsetzen, erleichtern wir damit auch die Datenweitergabe an andere Sicherheitsbehörden in Europa und stärken damit auch die Sicherheitslage in unserem Land, aber auch in anderen Ländern. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ein sehr wesentlicher Punkt ist, dass wir, und das ist, glaube ich, wirklich ein epochaler Schritt, die IT-Infrastruktur unserer gesamten Sicherheitsbehörden in Deutschland auf neue Beine stellen. Die IT-Sicherheitsarchitektur hat über zu lange Zeit hinweg immer noch den Geist der 70er Jahre in sich getragen. Und es ist richtig, dass wir hier eine Modernisierung, eine Ertüchtigung vornehmen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es gelungen ist, insbesondere auf Initiative der Innen- und Sicherheitspolitik der Unionsbundestagsfraktion, jetzt im parlamentarischen Verfahren einen Änderungsantrag zustande zu bekommen, der gewährleistet, dass vorhandene Altdaten bei den Ländern weiter genutzt werden. Ich sage dies hier auch sehr ernsthaft und sehr eindringlich. Es wäre wirklich unwürdig und es wäre aus meiner Sicht auch der Sicherheit unseres Landes nicht zuträglich gewesen, wenn wir von dem Ausgangsentwurf weitergehend es so gemacht hätten, dass zwar die Altdaten bei den Ländern weiter gehalten werden dürfen,
aber dass wir den Länderpolizeibehörden es untersagt hätten, diese Daten weiter zu nutzen. Das wäre unverantwortlich gewesen, und deswegen ist es richtig, dass wir mit diesem Änderungsantrag, der heute auch zur Abstimmung gestellt wird, es ermöglichen, dass die Länderpolizeibehörden nicht künstlich blind gehalten werden und künstlich zur Untätigkeit verdammt werden, sondern dass diese Altdaten weiter auch genutzt und verwertet werden dürfen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, nun ist die elektronische Fußfessel mit Sicherheit kein Allheilmittel. Und Frau Kollegin Michalic, niemand hat behauptet, dass Anis Amri ein prädestinierter Fall gewesen wäre für die elektronische Fußfessel. Aber ich bin der festen Überzeugung, Herr Kollege von Notz, dass die elektronische Fußfessel durchaus in dem einen oder anderen Fall unterstützend mal ein wertvolles Instrument sein kann, um Gefährder, die auch wissen, dass sie als Gefährder eingestuft werden, entsprechend auch zu kontrollieren. Es ist bekannt, dass die rund um die Uhr Überwachung eines Gefährders 24 bis 30 Mitarbeiter des Verfassungsschutzes bindet. Und gerade auch vor dem Hintergrund der starken personellen Inanspruchnahme der Verfassungsschutzämter ist es meines Erachtens richtig, dass wir mit der Möglichkeit der elektronischen Fußfessel hier ein weiteres Unterstützungsinstrument schaffen. Ich sage hier auch ganz offen, derzeit gibt es auf Bundesebene keinen einzigen Gefährder, der prädestiniert wäre für die elektronische Fußfessel. Deshalb ist mein klarer Wunsch und auch mein klarer Appell, der von dieser Gesetzgebung ausgeht, dass sich die Länder gefälligst mal ein Beispiel nehmen an der Novellierung des BKA-Gesetzes und in ihren Polizeiaufgabengesetzen auch die Möglichkeit schaffen, die Gefährder, die bei den Ländern gehalten werden, auch mit der elektronischen Fußfessel entsprechend überwachen zu können. Und ich bin abschließend, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wirklich gespannt. Und wir werden ja den Praxistest machen können. Welche Länder von dieser Möglichkeit Gebrauch machen? Ich bin mir zum Beispiel sicher, mein Heimatland Bayern wird sehr schnell im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz diese Möglichkeit übernehmen. Und ich bin mir auch sehr sicher, es wird andere Länder geben, Frau Michalic, wie Ihr Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen, wenn es so weiter regiert werden würde, wie es jetzt regiert wird, die von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch machen. Deshalb machen wir den Praxistest in einem Jahr und sehen wir, wie viele Länder hier entsprechend verantwortungsbewusst handeln. Ich bitte um Zustimmung zu diesem wichtigen Gesetz und danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Mayer. Als nächstes hat das Wort